Maxime als Bachelorette, Bachelor Girl Viola Kraus geschockt. Nicht jeder ist begeistert von der neuen Bachelorette. Ende Mai gab der Sender RTL bekannt, dass Maxime Herbort, 26, die nächste Rosenverteilerin sein wird. Die Beauty ist als Teilnehmerin in Daniel Wölz, 36. Bachelor-Staffel bekannt geworden und war bis Anfang des Jahres eigentlich noch mit Ex-Rosenjäger David Friedrich, 31, zusammen. Genau deshalb bezweifeln einige Kuppelshow-Fans auch, ob Maxime ernsthafte Absichten hat, so wie Ex-Bachelor-Girl Viola Kraus, 30. Promiflash verrät die ehemalige Miss München, was sie von der neuen Bachelorette hält, und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Um ehrlich zu sein, war ich geschockt. Maxime mag ein nettes Mädchen sein, wir kennen uns nicht, aber ich sehe sie bisher nicht in der Rolle als Bachelorette. Weiter bekräftigt Viola, haben sie und David sich nicht erst getrennt? Das erscheint mir sehr frisch, immerhin liegen die Dreharbeiten ja sicher auch etwas zurück. Das wirft für mich schon verdächtige Fragen auf. Abschließend rudert die Friseurmeisterin dann aber etwas zurück, es sei ihr natürlich gegönnt und ich möchte keine Unterstellungen machen. Generell als Typ ist sie natürlich ein hübsches Mädchen. Nach Gerda Lewis, 28, und Melissa D'Amelia, 25, ist nun wieder eine TV-Bekanntheit Bachelorette geworden. Was sagt Viola dazu? Generell spricht nichts dagegen, ich finde aber, dass es immer der gleiche Typ ist und das macht es für mich irgendwie nicht mehr sehr spannend, leider. Hätte sie selbst vielleicht mal Lust auf die Rolle? Nun, es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung und das mag ich ja bekanntlich, erklärt sie augenzwinkernd.